Zwilling, hier ist deine Monatslegung für den Monat April im Jahre 2024. Du bist hier bei den Astro-Antwort-Impulsen. Mein Name ist Anne Dehlmann und es ist schön, dass du bei mir bist. Zunächst erstmal danke für eure Likes, für eure Abos, für eure wertschätzenden Kommentare. Bitte bedenkt immer, dass Kartenlegen euch nicht von der Lebensverantwortung entbindet. Bleibt bitte in der Selbstverantwortung. Und wenn wir hier auch so Thematiken erwähnen wie Finanzen und Ähnliches, bitte immer alle Fakten überprüfen. Gesundheitliche Aussagen mache ich nicht. Ich spreche höchstens von Vitalität oder solchen Dingen. Und ich bleibe auch immer geschlechterneutral. Das heißt, wenn ich hier einen König sehe, dann kann es auch eine Königin sein. Münzt euch das dann bitte um. Wenn ich von Partner spreche, Partnerin, spreche ich oft aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Einfach, weil es für mich einfacher ist. Bitte münzt euch das auch so um, wie ihr das braucht. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, jemanden zu lieben. Also bitte nehmt mir das nicht übel. So, upsala, jetzt geht es schon wieder gut los. Zwilling, wir haben hier eine Hauptenergie für den Monat. Hier legen wir für dich eine Hauptliebesenergie, Chancen im Bereich des Single-Daseins. Wie könnte es hier für dich weitergehen in allgemeinen, in zwischenmenschlichen Beziehungen? Hier haben wir eine Energie für den Bereich Job, Finanzen, ansonsten Projekte, Selbstständigkeit, was auch immer. Und wir legen jetzt auch noch eine Energie aus für jede Woche des Monats. So. Hier haben wir noch eine Quintessenz, gerade mal einen Abschluss. Wow. Ich habe gerade mal geschaut, was wir für eine Energie am Unterdeck haben. Eine tolle unterstützende Energie für dich, Zwilling. Nämlich die 10 der Kelche, ja, sogenannte Happy Family Card. Obwohl diese Energie überhaupt nicht nur für Familie stehen muss, sie kann auch für deine eigene emotionale Ausgeglichenheit stehen. Schauen wir jetzt erstmal, was hier so los ist auf dem Kartentisch. Zwilling. Wir haben hier die 4 der Schwerter. Die Schwertkarten machen den Menschen immer irgendwie Angst, aber die Schwerter stehen auch für unsere Geisteshaltung, die Schwerter stehen für unsere Gedanken, für unseren Intellekt. Und was ich hier sehe, es könnte für dich in diesem Monat durchaus etwas ruhiger werden und du könntest in diesem Monat April das Gefühl haben, du brauchst ein bisschen Ruhe. Schau dir mal diesen König an. Ihr seid alle sehr unterschiedlich hier auf dem Kanal. Ihr habt nicht alle dieselbe Vita. Aber einige von euch, vielleicht trifft es auch nicht auf alle zu, kriege ich gerade rein, einige von euch brauchen Ruhe und diese, vielleicht macht ihr auch Urlaub im Monat April und hier ist es halt so, da liegt jemand, der hat sich freiwillig zurückgezogen, dahingelegt und der reflektiert, was eben in der Vergangenheit passiert ist, um das alles zu verarbeiten und was ihr hier seht, guck mal, dieses P ist auch ein Zeichen für Frieden, ja, das heißt, es könnte durchaus sein, dass ihr gedanklich mit einer Situation beschäftigt seid, wo ihr noch euren Frieden finden müsst. Und ihr seht hier auch an diesem König, der sich dahingelegt hat oder diesem Ritter oder was das auch immer ist, der hat gekämpft, hat aber jetzt seine Schwerter niedergelegt. Eins hat er noch in der Hand und das ruht auch. Oft zeigt sich diese Energie, wenn wir eine 3 der Schwerter hinter uns haben. Das heißt, wenn wir in irgendeiner Weise, ob es jetzt privat oder beruflich ist, eine Krise durchgemacht haben. Schauen wir, was wir sehen, bevor ich mich hier zu weit rauslehne. Eine sehr interessante Energie. Ja, siehst du, habe ich jetzt nicht gerade noch gesagt? Zwilling, hier haben wir die Transformation, die 13, den Tod. Und ich gehe mal davon aus, dass bei dir entweder etwas in der Vergangenheit zu Ende gegangen ist und das hat ja etwas zu bedeuten in deinem Leben. Transformation bedeutet immer,
etwas geht zu Ende und das ist das natürliche Ende, was das Schicksal auch vorgesehen hatte, genau wie für uns alle eine bestimmte Lebensspanne vorgesehen ist und wir dann eben sterben, wir transformieren, bis wir wiedergeboren werden. Die weiße Rose zum Beispiel, die steht auch immer dafür, das ewige Stirb und Werde. Wir haben hier schon mal auch die Pluto-Energie, die Transformation. Also irgendwas passiert hier mit dir im April im Bereich der zwischenmenschlichen Verbindungen. Und ich denke, dass etwas zu Ende gegangen ist vorher schon, bevor du diese Legung siehst, denn sonst wärst du nicht in dieser Hauptenergie der Erholung. Ja, die Vier der Schwerter ist eine Energie der Erholung, weil irgendetwas musstest du aufgeben, zurücklassen, abschließen oder ähnliches. Und warum sollte das aus deinem Leben rausgehen im Bereich der zwischenmenschlichen Verbindungen? Weil du dich an eine höhere Bewusstseinsstufe entwickeln sollst. Es kann darum gehen, dass falsche Partner von dir gegangen sind. Manchmal kann es auch bedeuten, dass geliebte Menschen von uns gegangen sind. Es kann bedeuten, dass man dass man auch alte Verhaltensmuster hinter sich lassen muss, soll, damit man sich weiterentwickeln kann. Es ist eine sehr starke geistige Energie. Ich sage es nochmal. Zwilling, das hat nichts mit dem physischen Tod zu tun. Wir alle machen diese Transformationsprozesse im Leben ständig durch, stirb und werde. Und wir sterben alle ein paar Mal, mindestens viermal in unserem Leben einen kleinen Tod. Das heißt, wir müssen etwas loslassen, was wir eigentlich nicht loslassen wollen, aber dieses Loslassen dient einem höheren Zweck, nämlich deinem Lebensplan. Wir halten oft alle an Dingen fest, die nicht gut für uns sind, Zwilling. Und hier liegt der Hase im Pfeffer im zwischenmenschlichen Bereich. Es könnte ja ein schlechter Partner gewesen sein, wo es zu einem Ende gekommen ist. Es könnten auch familiäre Beziehungen sein oder freundschaftliche Verbindungen, die hier ein Ende gefunden haben, weil die Zeit für diese Verbindung einfach abgelaufen ist. Entschuldigung. Transformation ist immer sehr unbeliebt, will keiner sehen. Und trotzdem kriegen wir das vom Leben immer wieder serviert. Dinge gehen dann zu Ende, wenn sie zu Ende gehen müssen, wenn sie zu Ende gehen sollen, wann Gott das will. Und immer wenn etwas zu Ende geht, fängt auch etwas Neues an. Wir werden das später nochmal klären, was meine Güte. Zwilling, was ist los? Wir haben jetzt hier den Bereich von Job, Angestelltsein, Selbstständigkeit, Finanzen. Hier ist ein bisschen Vorsicht geboten. Warum? Fang bitte in diesem Monat April nichts Neues an, Zwilling. Wir haben hier eine unschöne Energie, eine ungute Energie, eine unehrliche Energie liegen. Ich denke, dass das bei dir diese Energien im Wechselspiel sind. Du hast allgemein etwas loslassen müssen. Du bist in einem Transformationsprozess im Bereich der zwischenmenschlichen Verbindungen. Und das spiegelt sich hier volles Rohr auf den Bereich Job, Geld, Projekte, Selbstständigkeit. Fang bitte keine Selbstständigkeit an in diesem Monat. Es ist nicht die richtige Zeit. Das heißt nicht, dass das nicht im nächsten oder übernächsten Monat möglich ist. Aber Zwilling, du brauchst Ruhe. Ja, du brauchst dringend Ruhe. Du brauchst Ruhe und Rückzug. Es ist nicht die richtige Zeit. Warum ist es nicht die richtige Zeit? Sobald wir wenig Kraft haben und du bist im Moment geschwächt durch deine Transformation, durch die Rückzug, der erforderlich ist, die Ruhepause, die erforderlich ist. Vielleicht kriegst du sogar im April aus irgendwelchen Gründen, weil du dich übernommen hast, eine Zwangspause. Das kann auch sein. Ich sage be bewusst nichts, nicht, was ich mit Zwangspause meine. Das kann tausend Sachen bedeuten. Das kann sein, zum Beispiel, dass du aus einem Job rausfliegst. Das kann sein, dass du eine Grippe kriegst oder Durchfall. Also wie gesagt, immer Arzt oder Heilpraktiker befragen. Ich bin kein Arzt, aber Heilpraktiker bin ich.
Aber ich kenne deine persönliche Situation nicht, deswegen immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Sobald du dich unwohl fühlst, solltest du immer einen Arzt aufsuchen. Fünf der Schwerter kann auch vieles bedeuten im Berufsbereich. Es kann nervige Kunden sein, es können unehrliche Kollegen oder Vorgesetzte sein oder irgendwelche Leute, die uns in Projekte locken wollen, weil sie bei uns eine Schwäche wittern. Ja, die Fünf der Schwerter muss nicht immer nur für die anderen stehen. Es kann auch dein eigenes Kopfzerbrechen sein, das dich im Moment, in diesem Monat jedenfalls, an einem Weiterkommen blockiert. Und ich gebe dir den guten Rat, lieber Zwilling, kümmere dich bitte zuerst um dich. Weil wenn du Projekte starten willst, finanzielle Investitionen machst, einen neuen Jobvertrag unterschreiben willst oder dich selbstständig machen willst, brauchst du deinen Kopf frei und dein Kopf ist nicht frei. Okay? Das ist nicht schlimm. Das ist in Ordnung. Billige dir diese Pause zu. Du musst nicht immer schnell sein. Du musst auch nicht immer der Erste sein. Du musst auch nicht immer der Beste oder die Beste sein. Das sind auch oft Muster, die wir aus der Kindheit mitbringen. So Stempel, die wir in frühen Jahren aufgezwungen bekommen haben, müssen wir alles nicht. Wenn du spürst und du wirst es deutlich spüren im April, Zwilling, du brauchst Ruhe. Lass uns weiterschauen. Erste Woche im April könntest du in irgendeiner Weise, egal ob, naja, beruflich, zwischenmenschlich, vielleicht in einem Konflikt einen kleinen Sieg erringen. Sechs der Stäbe, das heißt, du zeigst dich trotz des Ruhebedürfnisses, das du hast, immer noch aktiv. Die erste Woche April wird soweit ganz ruhig verlaufen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass du jetzt ein Rennen gewinnst oder der Erste und Beste sein musst, sondern das kann ganz einfach sein, dass du auch ein kleines bisschen deine Ruhebedürfnis gut im Griff hast und deine täglichen Aufgaben gut erledigen kannst. Ja, da also die erste Woche wirst du alles hinkriegen, egal wie ruhebedürftig du bist, egal wie tief du in der Transformation drin bist. Erste Woche wird ja alles soweit gut gelingen. Und ich habe mir schon gedacht, dass jetzt so etwas kommt. Weißt du, was ich die ganze Zeit reinbekomme? Dass du dich längerfristig überfordert hast in irgendeiner Sache. Und ich gehe jetzt erstmal kurz auf das Berufliche ein, dass du immer dir den Kopf oder lange den Kopf darüber zerbrochen hast, du musst immer der Sieger sein, der Erste sein, der Beste sein, der Schnellste sein, der Fleißigste, die Fleißigste sein. Und jetzt wird dir das bewusst, Zwilling. Und ich erinnere mich gerade, ich weiß jetzt nicht, ob es die Jahreslegung war oder auch Januar, hatten wir das nicht schon mal bei dir, Zwilling, mit der Bewusstwerdung? Ich bin ziemlich sicher, dass du das warst. Aber ich will jetzt nicht mich nicht zu weit aus dem Fenster raushängen. Wir haben jetzt in der zweiten Woche April, wird dir vieles bewusst, was dir vorher noch nicht bewusst geworden ist. Wir haben hier den Mond. Der Mond ist eine intuitive Energie. Der Mond ist auch eine unbewusste Energie. Und das passt jetzt so gut zu dieser Transformation, die du gerade durchmachst. Guck mal, wir haben hier das zweite große Arkanum, und wenn wir transformieren, dann bearbeiten wir oft unsere Themen. Unser Thema kann sein: Ich habe zu Hause nur Anerkennung bekommen, wenn ich immer die Beste war und so ausgesehen habe, wenn ich das und das gesagt habe, wenn ich das und das getan habe. Also Liebe nicht als etwas, was man irgendwie so bekommt, einfach so, sondern Liebe als Umstand, für den man etwas tun muss. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Und jetzt sehe ich, dass dass in dieser Transformation, gerade in der zweiten Woche im April, viel passieren wird bei dir. Ja? Wieso? Zum Beispiel kommt gerade so rein bei mir, musst du immer derjenige sein, der den Lorbeerkranz trägt. Muss das wirklich sein? Braucht das nicht zu viel Kraft?
Es ist sehr, sehr interessant, was ich bei dir sehe. Zwilling ist es vielleicht nicht das, was du jetzt gerade sehen möchtest, aber du weißt ja, wie ich bin. Ich hau immer das raus, was ich hier auf den Tisch bekomme. Und ich nehme keine Rücksicht darauf, wenn hier kritische Themen auf den Plan kommen. Dir wird irgendetwas bewusst in der zweiten Woche. Es kann auch sein, dass du Träume hast, die dir irgendetwas mitteilen möchten, dass du irgendwelche Erkenntnisse bekommst aus dem Unbewussten und dass du Ängste hast. Also irgendetwas spüre ich bei dir und das kribbelt bei mir so richtig in der Brust. Irgendwelche Ängste sehe ich bei dir. Ich weiß nicht, was das für Ängste sind. Ängste, soziale Ängste, Ängste vor Gruppen, Ängste aufgrund von gemachten Erfahrungen. Und ich frage mich gerade, ob du vielleicht im Berufsbereich eine schlimme Niederlage erlitten hast, eine Mobbing-Erfahrung, wo du richtig oder Intrigen oder so etwas, dass man dir den Garaus gemacht hat mit solchen Sachen, dass du deswegen auch so erschöpft bist. Also ich denke mal, Zwilling, du hast es von mehreren Seiten bekommen. Ja? Und denn das, was hier liegt, kriege ich nicht umsonst auf den Tisch. Das hat irgendeine Vorgeschichte, was ich hier sehe. Du könntest dich in der zweiten Woche April aufgrund deiner Transformation und der Bewusstwerdung ein bisschen unverunsichert fühlen, ein bisschen unruhig fühlen. Ich könnte mir vorstellen, dass du in der zweiten Woche April auch irgendwelche merkwürdigen Träume hast. Mach dir deswegen keine Sorgen. Das sind Verarbeitungsträume. Und diese Verarbeitungsträume, die haben wir oft im Bereich, wenn wir transformieren, wenn wir vergangene Traumata verarbeiten oder wenn wir Verletzungen verarbeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, Zwilling, in dieser Gruppe haben einige Leute einiges zu verarbeiten. Hier ist irgendwas im Busch gewesen in der Vergangenheit. In der zweiten Woche April, zwischendurch mache ich manchmal eine Gesprächspause, nicht weil ich nicht mehr reden will, sondern weil ich dann zuhören muss, was bei mir reinkommt. Wenn du neue Leute kennenlernst, Jobangebote in der zweiten Woche April, finanzielle Investitionen, neue Dates oder irgendetwas, dann könntest du auf sehr undurchsichtige Personen stoßen. Ich würde es nicht in der zweiten Woche April machen, lieber Zwilling. Ich würde es schon fast sagen, ich würde es im April, würde ich mal eine Pause machen, Topshop machen, nicht daten. Einfach mich mal zurückziehen, Natur, frische Luft, gesunde Ernährung, zu Hause auch mal einen netten Film gucken, der Seele einfach Raum geben, sich zu erholen. Also bei neuen Leuten, das könnten Persönlichkeiten sein, weil du in dir, in deiner Transformation auch noch nicht vollständig durch bist, weil du selber noch unsicher bist und es ist ja immer so, liebe Leute, wenn wir Menschen kennenlernen, wir ziehen immer das an, was wir selber sind. Also unsere Umgebung ist wie ein Spiegel. Und wir ziehen immer das an, was mit uns resoniert. Und da könntest du eben auch eben solche Leute anziehen. Der Mond steht aber auch, es hat nicht nur Schattenseiten, der Mond. Der Mond ist ein Akt der Bewusstwerdung. Dinge, die verarbeitet werden müssen, kommen aus dem Unbewussten hoch. Ängste können bearbeitet werden. Wir haben eine ausgezeichnete Intuition in dieser Woche. Das ist auch eine tolle Sache beim Mond. Der kann manchmal aber auch für tiefe Liebe stehen. Ja? Auch für intuitive Arbeit, für Arbeit, die sehr viel mit sozialen Dingen oder emotionalen Dingen zu tun hat. Schauen wir weiter. Ja, wow, was für ein krasser Unterschied. Jetzt guck dir mal die dritte Woche an. Wir haben hier den Mond, der Akt der Bewusstwerdung. Und es scheint mir so, dass dir irgendetwas ganz, ganz Wichtiges bewusst wird im April. Oder du erfährst irgendetwas, was du noch nicht wusstest, was für die Bearbeitung deiner Vergangenheit ganz, ganz wichtig ist. Und das setzt sich so dermaßen, das setzt irgendetwas in dir frei, da passiert irgendetwas in dir, Zwilling. Und jetzt guck dir diesen Switch an. Bewusstwerdung,
Und sobald dir das bewusst werden geworden ist, was du da transformieren sollst, sobald du diese Ängste anerkannt hast, sobald du anfängst, Ängste zu bearbeiten, zu dir selber zu stehen, so wie du auch bist, lieber Zwilling. Und die Zwillinge, die sind ja auch so noch, ihr seid doch so neugierig, ja? Intellektuelle Menschen, neugierige Menschen, kommunikative Menschen, auch Leute, die gerne rausgehen. Also jetzt mal so ganz pauschal gesagt, die Zwillinge sind keine Stubenhocker. Irgendetwas wird in der dritten Woche freigesetzt. Und ich kriege die ganze Zeit rein, dass man dir vom Himmel her, von oben her, von deinem Geistführern, was auch immer du, als was auch immer du das bezeichnen möchtest, dass man dir Hilfe schickt und du deswegen so einen richtigen Push-up im emotionalen Bereich bekommst. Von der Unsicherheit zur Sicherheit. Unglaublich. Es kann auch sein, dass ich in der dritten Woche im April irgendeine Situation plötzlich zum Positiven auflöst, obwohl es am Anfang des Monats in deiner Grundstimmung erstmal nicht so aussieht. Und da würde ich sagen, darfst du in der dritten Woche April ein kleines Wunder erwarten. Voll krass. So, da wird einem noch fast schwindelig. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber du zweifelst dein Wunder an. Irgendein Wunder kommt in der dritten Woche, aber du fängst an zu zweifeln. Zweifel bitte nicht, lieber Zwilling. Ich sagte ja, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass das eine straighte Linie ist, jetzt bei den Energien, die ich jetzt hier sehe. Und die fühlen sich wirklich nach krassem Trauma an, nach Schmerz an, nach Niederlagen an. Aber das Wunder kommt, aber so ganz schnell kannst du es nicht annehmen, Zwilling. Ist nicht schlimm, ja? Du bist noch nicht bereit für das große Wunder, Zwilling. Trotzdem aber wirst du einen positiven Schub vom Universum bekommen. Ganz, ganz wichtig, in der vierten Woche im April, lass es nicht zu, wenn das Wunder kommt. Ich weiß nicht, was es für ein Wunder ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich krieg es auch nicht offenbart. Dieses Wunder ist auch für jeden etwas anderes. Das kann ein regelrechter emotionaler Push-up sein, dadurch, dass deine Geistführer dir Energie schicken. Das kann jetzt die Rettung aus einer negativen Situation sein. Vielleicht brauchst du gerade eine Wohnung und jetzt findest du ganz, ganz schnell eine Wohnung. Es kann auch sein, dass du deinen Job verloren hast und brauchst ganz schnell einen neuen Job. Dass dann auf einmal so ein Angebot kommt, was besser ist, als du dir das hättest träumen lassen. Lass es bitte in der vierten Woche nicht zu, dass irgendjemand sich einmischt in deine Entscheidungen. Ja, ganz, ganz wichtig, kriege ich die ganze Zeit rein. Du bist in deinem Prozess, Zwilling, du bist in deiner Transformation. Gerade im Berufsbereich ist das jetzt hier ganz, ganz wichtig. Behalte bitte alles für mich. Solltest du dich beworben haben auf einen neuen Job, wo ich prinzipiell skeptisch bin, könntest auch unehrlichen Menschen begegnen. Lass es bitte nicht zu, dass sich irgendwelche Leute hinter deinem Rücken schlecht reden oder sich einmischen. Ja, behalte bitte alles, schön den Mund halten. Auch gerade im Berufsbereich ist das im April besonders wichtig. Rede nicht über dich, nicht über deine Transformation, nicht über deine Probleme. Es gibt Leute, die das eventuell gegen dich verwenden würden. Ja, ganz, ganz wichtig, du musst dich entscheiden, wenn das Wunder kommt. Du darfst es nicht anzweifeln. Ja, das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Das ist ja manchmal so. Wir sind mitten in so einer Verarbeitungsphase und dann passiert auf einmal was ganz Tolles. Und wir müssen eigentlich vor Freude hüpfen und tun das aber nicht. Kennst du das auch? Hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Und dann kommen die Gedanken, soll ich das machen? Kann das ehrlich sein? Ist das auch wieder ein Betrüger? Geht doch bestimmt wieder schief, weil beim letzten Mal ist es doch auch schief gegangen. Das sind die ganzen Schwerter, das sind deine Gedanken hier, Zwilling. Verstehst du, was ich meine? Und das sind die Entscheidungen und du siehst, guckst da nicht klar hin. Du fesselst dich selbst, deinen Kopf und deine Handlungen selber durch deine
eigenen Gedanken. Das sollte dir nicht passieren, denn der Himmel wird dir helfen, lieber Zwilling. Okay, wenigstens keine umgekehrten Karten. Und siehst du, schau doch mal bitte, wie sich der Kreis hier wieder schließt. Was rät dir der Eremit? Der Eremit ist eine weiße Energie, eine gebildete Energie, eine reflektierende Energie. Der hält sein Lämpchen hoch und guckt erstmal nach dem richtigen Weg. Der zieht sich erstmal zurück und guckt mal, wie der Kreis sich hier wieder schließt bei dir. Dass diese Karten nicht doch nochmal irgendwann anfangen zu sprechen. Tun sie sowieso auf ihre Art schon, aber es fasziniert mich jedes Mal wieder aufs Neue, wie diese Karten sprechen. Krass. Du brauchst Ruhe, Zwilling. Das ist nicht anzuzweifeln. Und wenn du Single bist, ich sage dir, es ist nicht an der Zeit, etwas Neues anzufangen. Du kannst gerne daten, du kannst gerne Flirts haben, aber wir reden ja hier über verbindliche Beziehungen, über feste Beziehungen. Es ist noch nicht die richtige Zeit für dich, Zwilling. Was ist das da in der Vergangenheit, was noch transformiert werden muss? Hast du einen Verlust erlitten? Hast du eine tiefe Verletzung erlitten? Das musst du dir erstmal anschauen, nach dem für dich richtigen Weg zu suchen. Was will ich, was brauche ich? Was kann ich in mein Leben lassen? Was kann ich mir trauen? Was kann ich mich nicht trauen? Wow, Zwilling, das ist eine Legung. Die jagt mir hier einen Schauer über den Rücken. Ich wollte mal hier bei dem Jobgeld. Danke sehr. Ich habe doch nicht zu Ende gesprochen. Wir haben hier einmal den Geschäftsbereich, der ist angesprochen, weil ich hatte mal, ich wollte noch eine Klärung auf die fünf der Schwerter. Hier geht es ja um Job, Projekte, Selbstständigkeit, Finanzen und der Geschäftsbereich wird angesprochen. Vor allen Dingen, wenn du selbstständig bist, gerade die Selbstständigen, wenn sie in so einer tiefen Transformation, Verarbeitungsphase sind, ist das schlecht für Geschäftsentscheidungen. Wir haben hier den Turm. Und es könnte auch sein, dass dass die Geschäfte derzeit bei dir eingeschränkt laufen oder dass es nicht so gut läuft, wie es laufen soll. Dir ist jetzt erstmal angeraten, gerade wenn du selbstständig bist oder ein neues Geschäft aufbauen willst, mach es erstmal alleine, vertrau nicht auf irgendwelche Geschäftspartner, die du nicht so gut kennst. Ja, das ist schon mal das eine. Wenn du dich selbstständig machen willst und wenn du zum Unternehmer werden willst, aus einer Angestelltenposition heraus, mach es bitte nicht in diesem Monat. Mach es nicht in diesem Monat. Das könnte sonst schief gehen und ich würde mich vom Geschäftsbereich fernhalten und dich beeinflussen, wenn du dich beeinflussen im Berufsbereich Sehnsucht und Einsamkeit. Ja, das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Das möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, Zwilling. Weil du bist hier in der Transformation. Vielleicht zum Abschluss möchte ich noch mal hier auf den Tod legen. Was transformierst du da? Was ist hier los wie bei dem Zwilling? Ja, irgendwie, ich habe ja eine weibliche Hauptperson. Es kann natürlich auch ein Mann gemeint sein. Ich schätze mal, wenn du eine Frau bist, bist du damit gemeint. Und wenn du ein Mann bist, dann ist es vielleicht eine Frau aus deiner Vergangenheit. Und wir sehen hier einen Brunnen in der Vergangenheit. Und der Brunnen steht immer für unsere Ressourcen. Ja? Und es scheint so, dass irgendjemand deinen Brunnen ausgeschöpft hat, finanziell, seelisch, emotional, wie auch immer. Irgendetwas war in der Vergangenheit zu viel für dich. Es können auch Familienmitglieder gewesen sein, schlechte Freunde oder was auch immer. Ganz, ganz wichtig für dich, du musst erst noch heilen. Ja, puh. Ei, Zwilling, was für eine Legung. Ich nehme jetzt noch mal einmal, ups, abschließend hier die Meister dazu. Noch ein Rat der höheren Meister. Alle Kartendecks, die ich verwende, findest du auch unten in der Infobox. Was sagen die höheren Meister? Okay.
Die hören Meister Jasto, den Gott Tod, das ist ein alter ägyptischer Gott, und der sagt, schreibe über das, was passiert ist. Also bei der Transformation kann es dir im Moment helfen, dass du die Dinge aufschreibst. Ja? Also es kann dir durch diese, oft kommt einem das ja so vor wie so ein ganz dunkler Korridor, über den man geht und man sieht noch keine Tür, wo Licht draus scheint. Aber ich kann dir versichern, lieber Zwilling, dieses Licht wird kommen. Ja? Schreibe darüber. Schreibe deine Gedanken auf, führe Tagebuch, und das passt so gut zu diesen Eremiten, ja? Eremiten sind ja auch die gewesen, zum Beispiel Gelehrte gewesen, die Bibel geschrieben haben, die kluge Bücher geschrieben haben. Vielleicht schreibst du sogar ein Buch. Oder du machst mal was ganz anderes mit deinem Wochenende, machst mal einen Workshop für Schreiben oder ähnliches. Solche kleinen Dinge, die können uns helfen. Oder einen kleinen anderen Workshop. Tu dir irgendwas Gutes, aber du sollst irgendetwas aufschreiben oder schreiben, vielleicht sollst du ein Buch schreiben über das, was dir passiert ist, damit es anderen Menschen nicht passiert. Also es ist wirklich schon sehr, sehr interessant, was man hier zu sehen bekommt, Zwilling. Schreibe Tagebuch, so kriege ich das die ganze Zeit rein. Oder diese Person, die dich da so ausgenutzt hat, schreibe dieser Person einen Brief und dann verbrennst du den Brief oder schmeißt ihn in ein großes Wasser oder übergibst ihn dem Wind oder sonst irgendwas. Ja, so kannst du zum Beispiel negative Energien, die noch an dir haften, auch loswerden oder abschwächen. Boah, Zwilling, ich bin echt total mitgenommen von dieser Legung. Zwilling, wenn dir diese Legung, jetzt fang schon an zu stottern, was genützt hat, gib mir bitte einen Daumen. Du kannst den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren, dann bekommst du regelmäßig Videos. Ich wünsche dir viel Kraft, lieber Zwilling. Ich wünsche dir viel Gesundheit und tu mir einen Gefallen und ruh dich aus. Wir sehen uns.